Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Ab in den Wald und lass uns dort verirren. Link! Ajo! Oder so. Yoshi wird einfach von Link ignoriert. Wie immer diese extrem super Viecher, ich nehme natürlich Yoshi zuerst. Weil ich mag Yoshi mehr als Link. Ja. Mal sehen, wie es so wird. Geht doch weg. Erstmal eine Bombe werfen. Auf jeden Fall kommen erstmal wieder gleich 3000 verschiedene Viecher. So muss das. Die würde ich gerne alle besiegen. Noch läuft es ja, ne? Ja, jetzt schon wieder nicht mehr. Zwei explodierende Fächer. Fässer sind gar nicht mal so wenig. Ach, diese Puppen, ne? Die habe ich anfangs, als ich das erste Mal durchgespielt habe, ewig gedacht, ja, die bringen doch gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also, dass die wirklich gar nichts machen. Eher so gar nichts, ne? Habe ich wirklich gedacht und dann habe ich gesehen, dann hat die auf einmal einen Laser geschossen. Habe ich mir gedacht, oh, okay. Whatever, hier ist übrigens auch eine Tür. Mit Feuer und gehst du wohl hoch? Was ist das denn? Keine Ahnung. Irgendetwas. Und ein Herz, was ich nicht benötige. Perfekt. Dann kann ich ja gleich wieder weg. Geh weg! Und nach oben! So. Bäm! Stampfattacke! Ist hier unten eigentlich? Ach so. Oh oh. Die lasse ich lieber einfach in Ruhe nachher kommen, die wieder noch und denken, es wäre voll die gute Idee, mich einfach mal so anzuknutschen. Dann nehme ich lieber einen Stachelball mit. Denn sichtlich ist das Stage da schon vorbei. Wäre aber im Vergleich zu den anderen ziemlich kurz gewesen. Noch ein paar Puppen, die eigentlich ziemlich stark sind. Ja, diese Laser da, meine ich. Geh bloß weg! Alter! Danke. Na, ernsthaft, der Leuchte ist doch schon, ist das Levelende. Nee, es wäre sonst eine goldene Tür gewesen. Nee, nee, komm noch was, okay. Ach, diese Viecher, die versuchen einen einfach auf sich drauf zu schmeißen. Und dann aus oben aus dem Bildschirm zu fliegen. Das ist fies. Diese fliegenden Pelikane hatten wir die schon mal. Also wenn nicht, die kann man, wenn sie im Boden stecken, als Item aufnehmen und dann gegen andere werfen. So, dafür muss man natürlich rechtzeitig da sein und das ist nicht ganz so. Perfekt. Oh, ich dachte, es fliegt auf den Gegner drauf und wird dann noch so ins Aus katapultiert, aber ich hab's gekriegt. Yay, Baseballschläger. Baseballschläger ist ja praktisch, kann man gegen Leute werfen. Die haben dann Aua am Kopf. Uiuiui. Hier wird es ja gerade ganz schön voll, das muss man ja mal so sagen. Ah, ah, oh. Immer schön blocken, immer schön abwehren, immer schön alles machen, was total gut ist. Und nicht treffen lassen. Double Kill! Wie weit geht denn das hier noch weiter? Ich dachte, das wäre hier schon, das wäre eine kurze Stage. Hoppala!
Tötest du ihn mal? Danke. Oh, das ist gut. Was haben wir denn hier? Ah, Mist. Ja. Ich denke, man kann ranzoomen, wenn man auf Pause drückt. Das geht im normalen Modus. Entschuldigung. Ich wollte jetzt erkennen, was das war, aber habe ich nicht erkannt. Leider, leider nicht. Guck mich nicht an. Guck weg. Guck in das Büsi. So, und hier. Ich bin immer noch nicht gestorben, ne? Voll gut. Warum ist hier noch ein Sprungseil? Ich weiß es nicht. Extra Leben. Juhu, das brauche ich jetzt gerade. Alle sterben. Ich will hier nicht. Weg! Allesamt. Sind jetzt alle weg? Gut. Das muss jetzt erledigt werden. Die sind auch neu, glaube ich. Die verlieren, wenn man genug Schaden gemacht hat, ihr Horn und sind dann ziemlich verletzlich. Was heißt ihr Horn? Die verlieren ihre Rüstung oder was auch immer. Ziemlich viele neue Gegner hier, ist unglaublich. Push und eine Eisenplatte. Die in dieser Stelle total doof ist, weil man hier schnell hoch muss. Obwohl, das war doch gar nicht mal so schlecht. Das ging flott, wie Karotti und Flotti Karotti, war das nicht? Ja, es war irgend so ein Brettspiel für kleine Kinder, oder? Flotti Karotti, ist das nur so ein Spruch oder gibt es das wirklich? Es kommt mir so bekannt vor. Ich meine, das hatte ich sogar mal. Wo man diese Hasen besteuern diese Hasen gespielt hat. Keine Ahnung, wie komme ich jetzt eigentlich da drauf? Wahrscheinlich habe ich irgendwas zwanghaft versucht, darüber zu über irgendwas zu reden, weil ich kein Gesprächsthema habe und die ganze Zeit nur Unsinn von mir bringe und das keine Sorge, bis ihr gucken wird jetzt. Geht doch mal weg. Jetzt geh doch mal kusch. Ach komm, Mario hältst du auch aus. Was soll denn das jetzt? So schwer ist dir wirklich nicht. Was ist denn hier? Ne, da ist nichts. Das sieht mir nach Levelende aus. Und die Herbert verpisst sich einfach und damit ist die Stage gemeistert. Das war eine Rauchkugel, das war Fächer und das war Ashley. Ich kenne nur die Ashley von WarioWare und den da nicht. Eine Kiste. Ja, das ist eine Kiste. Das ist sehr wichtig in diesem Moment. Link und Yoshi. Speicheln. Forschungsstation machen wir auch noch, weil es sind erst 8,5 Minuten. 21% sind schon abgeschlossen. In dem Moment hätten wir den hier. Seosot Samus. Ja, wir sind jetzt hier so eingebrochen anscheinend und wollen mal gucken, was wir hier so finden. Ich hätte eine Knarre, die nicht mal diese Blöcke kaputt machen kann, diese Kisten. Aber das brauchen wir ja nicht. Die hat eine Peitsche, das ist wichtig. Ach, dieses Level war das. Kusch, kann man hier nach oben. Kann sogar noch weiter nach oben. Das ist so eine Art Labyrinth und irgendwo ist die Tür, wo es rausgeht. Ich weiß aber nicht mehr, wo die war. Hier ist auf jeden Fall ein Bonus. Das heißt ein Bonus, eine Trophäe, ein paar Geschenke. Und daher bin ich froh, dass ich sie gefunden habe. Juhu, es gibt voll die Prozente. Jetzt bin ich ganz oben. Oh, nicht auf mich schießen, du Laser-Hub. Können sich hier nicht mehr bewegen, hier ist hier war nicht der weite Weg, oder? Doch, da war der weite Weg. Okay, dann halt schon. B
Pikachu, Pika Pika. Komm, hilf ihm. Ja, Pikachu ist mein Lieblingscharakter aus dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich so ganz klar so sagen. Zusammen mit Kirby eigentlich fast, aber Pikachu sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen kriegt er erstmal einen Hammer und kann alles plattwachsen. Boom, boom, boom. Ja, die Sticker will ich schon haben. Wirf den mal weg irgendwie. Danke. Der Grund dafür ist eigentlich das hier. Ja, hat wunderbar funktioniert. Ich meine das hier. Genau. Wie auch immer das durch Decken geht. Kusch. Ich sage, es geht hier nach unten und er sagt auch, es geht da nach oben und ich habe keine Ahnung mehr, was richtig war, zuerst hinzugehen, deswegen gehe ich einfach hier unten hin. Wahrscheinlich ist es wieder richtig wie beim ersten Mal, wo ich auch keine Ahnung hatte, wo es lang ging. Und einfach mal so den richtigen Weg. Oh nee, Wutan. Ach komm schon. Ist doch unfair. Was soll ich denn gegen Wutans machen? Ich möchte jetzt nicht sofort sterben, ne? Immerhin ist einer mal weg. Gott, ey. Jetzt geh weg. Das kann nicht wahr sein. Endlich, ey. Meine Güte. Was war das denn? Für eine Aktion. Oh ja, ich glaube, es war wirklich sogar wirklich die richtige Richtung, wo ich jetzt gerade hingegangen bin. Naja. Passt schon. Stirbst du? Danke. Hui! Schlüssel. Der macht so viel Schaden, dieser Rotolo. Okay, er lässt heißes Eisen auf einen fallen. Aber trotzdem. Geh weg! Was das? Danke. Ich hätte sie gar nicht besiegen müssen. Warum habe ich es denn getan? Ich weiß es nicht. Damit ich jetzt 141% habe und gleich sterben werde. Ja, das können wir die ganze Zeit so weitermachen. Habe ich kein Problem mit. Oh nee. Das lässt du schön bleiben. Hat ja super geklappt. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht eine Trophäe von dir machen, aber nein. Immer eine Maxi-Tomate, ich habe trotzdem noch 105%. Und dann machen wir mit einem Schlag gleich wieder 20. Och komm, ich mag sie so Samus nicht. Wieso bin ich jetzt mit ihm so schlecht gewesen? Das kann nicht wahr sein. Jetzt stirb aber, bitte. Danke. Hier ist der Schlüssel. Was ist denn hier rechts? Ach, da fällt man wieder runter. Das ist voll die Verarsche. Da sollte man nicht hingehen. Sondern lieber hier durch. Dann den Knopf drücken. Und dann den ganzen Weg zurück. Ja, das ist so eine... Ja, man muss schon sagen, wer baut so eine Forschungsstation? Das ist so eine Art Labyrinth mehr. Oder weniger. Wieder hier lang. Dann hier hoch. Hältst du dich mal für irgendwie... ja, oder mach Wandsprünge, natürlich. Warum auch immer sie sich hier nicht festhält, dann muss ich halt so rumgehen. Yay, schon wieder 0%, aber leider mit dem falschen Charakter. Ja, diese Plattform wäre nicht da gewesen. Die haben wir hier jetzt erst hingeschickt, wenn wir da unten nicht voll gewesen wären.
Wieder mit diesen schönen, ich kann nicht sterben, Dingern. Wow. Wow, da habe ich mich gut gerettet. Oder das müsst ihr... Ja, komm. Also diesmal habe ich mich doch gut gerettet. Das müsst ihr mir lassen. Oh. Ja, das war dafür umso schlechter. Mehr hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte die einfach durchlassen müssen. Naja. Wieso hat der Block nicht geklappt? Das finde ich böse. Dann weiche ich den halt aus. Wenn ihr das unbedingt wollt von mir, dann mache ich das halt. Oh. Versuch's zumindest und scheitere kläglich. Stirbe. Schade, da muss ich wirklich... Ich greif dich einfach so. Weg. Ich weiß jetzt nicht mal, wer welche Richtung ich muss, ob ich nach... Weil da hat sich ja jetzt wieder was geändert. Nee, hier muss ich nicht hin. Was ist hier? Ein Leben. Das könnte ich sogar gebrauchen. Ist nicht dein Ernst, ne? Meine Güte. Wir gehen mal so lang. Und nochmal. Yay, wieder eine... Da kann ich irgendwas zum... Ist irgendwo noch so ein blöder Rob? Ich möchte schon noch eine Statue von euch haben. Und weiter. Hier wäre man normalerweise, nein, hier wäre man so oder so schon durchgekommen. Aber diese Ballos, die lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Oh nee. Ich euch hasse. Ihr blöden Raketen oder Granatenrobs, hießen sie, glaube ich. Kusch! Weg mit euch. Ich mag euch nicht. Die Granaten ziehen einfach so viel ab und schleudern so weit weg. Es ist unmöglich. Ja, essen. Komm. Das auch. So. Weiter geht's. Hier wäre nämlich... Moment, wo war das denn? Ein Herzcontainer, toll. Für 17%, naja. Irgendwo wäre nämlich alles voll mit diesen... Mit diesen Plattformen, also wo wir letzten Runde zurückgegangen sind. Also diese Dinge hier wäre alles voll, wenn wir da nicht vorher gewesen wären. Dann durchkommen wäre unmöglich gewesen. Ich möchte die eigentlich von beiden kaputt machen, nur irgendwie lässt man mich nicht. Ich mache das jetzt einfach so. Geh weg! Okay, das war doof. Gehst du mal... Verpiesel dich mal. Danke. Ist hier oben noch was? Nö. Hätte ja sein können, dass hier schon wieder ein Secret ist, was ich noch nie vorher gefunden habe. Nein, ich hasse diese Metallpyramiden. Die sind so doof. Die kann man gar nicht zurückschleudern. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier sterbe ich. Oder vielleicht doch nicht. Tatsächlich geschafft. Ich bin recht stolz auf mich. Da sehe ich doch schon den Schein vom Levelende. Lass mich hier raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Und Ziel. Wow. Da war Samus Anzug zu sehen. Ganz kurz. Da. Falls ihr es nicht gesehen habt, der ist da gerade mit einem Bild.
Stage Meister, Trollkisten und Wachrob, Chibirobo, Mona, Leon, Bone Dragon, Rocket und Nobelstar. Der hat bestimmt einen Nobelpreis gekriegt. Haha. Okay, sehe so. Samus und Pikachu. Und speichern. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wo wir an Zoe-EUV gehen. Bis dann und tschüss.